Ja, hallo und willkommen zurück zu meinem Pokémon Let's Play. Yo, wir machen jetzt da weiter, wo wir aufgehört haben, nämlich fleißig Orden sammeln. So, nun ist es wieder soweit und wir gehen in die erste Arena, in die zweite Arena. Plotsch, ich bin dein erster Gegner. Es geht los. So, dann legen wir gleich los. Erstmal die ganzen Vorkämpfe erledigen. Eine Herausforderung von Schwimmer Konstantin. Sepa wird von Schwimmer Konstantin in den Kampf geschickt. Und wir schicken unser Garbador. So, aber wir holen wieder unser Pikachu raus. Komm zurück. Los, Pikachu. Sepa macht Silberblick. Das soll uns nicht täuschen. Egal, wir machen unser Donnerschock. Robums. Sehr effektiv. Klasse. Paralysiert auch noch. Sepa macht Blubber. Blub, blub. Blub. Und Donnerschock, Pikachu. Rums. Und Sepa wurde besiegt. Schön. Carpador und Pikachu bekommen EP. Als nächstes wird Mushas von Konstantin in den Kampf geschickt. Nein, wir wechseln nicht. Ich will mal Pikachu bis nach oben kriegen. Denn es ist immens wichtig gegen diesen Trainer. Beziehungsweise in dieser Arena. Und Tackle von Mushas. Und jetzt Donnerschock. Rums. Super, schön gemacht, Pikachu. Und Pikachu erreicht Level 15. Schön. Pikachu versucht Doppelteam jetzt. Oh, cool. Ja, erstmal gucken, was hatte ich denn nochmal? Doppelteam, Donnerwelle. Also, Mega Eve habe ich eigentlich vor kurzem erst erlernt. Aber ganz ehrlich, ich bin nicht so begeistert von der Fähigkeit, weil, ich weiß nicht, die trifft so oft, trifft viel zu wenig. Und Doppelteam finde ich gar nicht mal so schlecht. 1, 2 und schwupp. Pikachu hat Mega Eve vergessen. Und Pikachu erlernt Doppelteam. Klasse. So. Spieler besiegt Schwimmer Konstantin. Das darf nicht wahr sein. Lagung gewinnt $64. 1A. So, dann geht's weiter zum nächsten Gegner. Oh, das ist wieder ein Vorkampf. Wie? Du? Ich bin schon zu gut für dich. Misty muss ich nicht mit dir abgeben. Schau mal. Ich habe sogar ein wunderschönes Pokémon für dich. Es wird dich aufspießen. Los, Goldini! Und los, Carpador! So, das war noch ein Bluff. Wir schicken natürlich jetzt ein anderes. Pikachu ist ziemlich geschwächt. Ja, ich schicke mal einfach mal meinen Tauburger. Komm zurück! Und los, Tauburger! Geh Fische jagen! Goldini macht Tauburger nass! Die Stärke des Feuers wurde geschwächt. Das soll uns egal sein. Windstoß! Ups. Ein Volltreffer. Oh, schön. Hornattacke. Oh, bumm. Und noch einmal. Windstoß. Taubsoger. Rutenschlag von Goldini. Verteidigung von Tauburger sinkt. Und jetzt. Ruckzucki. Ups. Und Goldini wurde besiegt. Carpador und Tauburger bekommen EP. Tauburger ist Level 19. Spieler besiegt Picknicker, Gwendolyn. Ich bin überwältigt. Lago gewinnt $360. 1A. So, aber bevor wir jetzt gegen Misty antreten, ja, gehen wir jetzt erstmal wieder zurück und heilen uns nochmal. Und ich muss jetzt nochmal gucken, ob ich gleich was shoppen gehen kann, weil ich hab jetzt weiß gar nicht mehr, ob ich genug habe. Mal ein bisschen gucken, was wir so alles haben. So. Hallo. Kann ich dir behilflich sein? Ja, Mann, natürlich. So, ich hätte gerne ein paar Supertränke. Ja, 3 Stück. Sofort und auf der Stelle. Bitte sehr und vielen Dank. Jo, natürlich. So, jetzt gucken wir mal, was könnte man noch gebrauchen. Ja, ne. So ist okay, das reicht uns schon. Gibt es sonst noch etwas, womit ich stehen kann? Nein. Und tschüss.
So, und jetzt gehen wir erstmal rum ins Pokémon Center und heilen unsere Pokémon. Willkommen im Pokémon Center! Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit! Okay, ich nehme deine Pokémon für einen Moment in meine Obhut. Klar! Danke, deine Pokémon sind wieder fit! Komm jederzeit wieder vorbei! So, und jetzt erwartet uns ein wirklich richtig schwerer Kampf. Ich werde jetzt auch Carpador nicht an erster Stelle nehmen. Ganz einfach aus dem Grund. Weil Misty ist wirklich nicht ohne. Ja, das ist absolut nicht zu unterschätzen. Und ja, mal gucken, wie wir das angehen. Wir haben zwar unser Pikachu, aber Pikachu ist sehr anfällig. Du musst neu sein. Ich habe dich noch nie gesehen. Wenn ein Trainer zum Profi werden möchte, muss er sich eine Pokémon-Taktik erarbeiten. Auf welche Weise fängst du deine Pokémon? Meine Strategie basiert auf dem gnadenlosen Offensiveinsatz von Wasser-Pokémon. Und auf geht's. Zweiter Arena-Kampf kann beginnen. Eine Herausforderung von Leiter Mist. Sterndu wird von Leiter Mist in den Kampf geschickt. Rums. Los, Pikachu! Und jetzt Doppelteam. Sterndu macht Härtner. Verteidigung von Sterndu steigt. Und Doppelteam. Fluchtwert von Pikachu steigt. Ich versuche jetzt erstmal, Pikachu möglichst unbesiegbar zu machen. Denn dann kann man, dieses Pikachu unheimlich... Kann uns das sehr viel weiterhelfen. So, immer schön weitermachen. Oh, weiter Doppelteam. Fluchtwert steigt weiter. Härtner, gut, härte dich ruhig. Soll mir egal sein. Ich mach Doppelteam. So, denn ich möchte auch mein Pikachu bis nach oben kriegen. Und wenn ich, vielleicht schaffe ich es sogar mit meinem Pikachu hier ein bisschen was zu besiegen. Klar, Donner gegen Wasser schon, aber wenn ich mir das Level angucke, also... Härtner von Sterndu. So, und aus dem Grund versuche ich mein Pikachu hier sehr stark zu machen. Und noch einmal Doppelteam. Fluchtwert von Pikachu steigt. Okay, kann nicht mehr erhöht werden. Dann weiß ich Bescheid. Und jetzt trifft Aquawelle. Oh, das kann wehtun. Und genau das ist das, was ich meine. Das tut weh. Mächtig weh. Den Grund. Trank auf Pikachu. Aquawelle. So, und ich möchte Pikachu aber voll haben, wenn dann nachher ein Starmie drauf knallt, weil der nächste Gegner ist nun mal Starmie. Wer die Spiele schon mal gespielt hat, der weiß das. So. Oder glaube ich zumindest, dass es hier auch so ist. Und jetzt Donnerschock. Rums. Die Attacke ist sehr effektiv. Aquawelle. Aquawelle daneben. Klasse. Und Donnerschock. Rups. Klar. Und schön. Sterne wurde besiegt. Fast Level up. Oh, schön. Nein, natürlich nicht wechseln. Wir haben nicht umsonst unser Pikachu versucht, sehr mächtig zu machen. Aquawelle. Oh, und jetzt trifft die auch noch. Und ist tot. Oh nein. Ich glaub's ja gar nicht. Oh lala, das ist böse. Los, Tauboga. Okay, mach Sandwirbel. Nein. Fluchtgenauigkeit sinkt, das ist schon mal gut. Nein, 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 nein. Ein Leben noch. Oh komm, Genauigkeit sinken. Genau. Starmie ist wirklich heftig. So, warte mal. Jetzt muss ich ja gerade gucken, wo sind meine Supertränke? Ah, hier. Wunderbar. So, Supertrank auf Tauboga. Sternschauer. Oh, Sternschauer trifft immer. Verdammt. Stimmt ja. Okay, Trank auf Tauboga.
Aquawelle. Und noch einmal Sandwirbel. Oh nein, oh nee, die killt den jetzt. Das glaube ich ja gar nicht. Okay, Clutexo, los! Rauchwolke. Senkt weiter die Genauigkeit. Der trifft immer, das ist doch unfair. Sehr effektiv. Oh, verdammt. Ich will nicht sterben. Superdrang auf Clutexo, los! Sternschauer. Die ist nicht so stark, die kann man ja aushalten, aber diese Aquawelle, die ist ja knallhart, ey. Komm weiter, Rauchwolke. Komm, 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 komm. Rauchwolke, genau, noch einmal. Schön, schön, schön. Danach nochmal einen Trank schlucken. Nein! Das könnte ihn besiegen. Oh. Das ist böse, das ist richtig böse. Das wollte ich nur mal so gesagt haben. Okay, wir schicken unser Abra. Los, Abra. Okay, nee, kein Teleport. Wir haben noch einen Beleber. Dieser könnte uns vielleicht noch helfen. Tauburger, los. Sternschauer. Aber klar, das killt ihn jetzt sofort. Abra wurde besiegt. Los, Tauburger. Es ist nicht anfällig gegenüber Wasser. So. Und bei dir jetzt mal bitte ein Supertrank. Obwohl ein normaler Trank tut's auch. Okay, go. Normaler Trank. Aquawelle ging daneben, das ist gut. Und jetzt nochmal Sandwirbel. Oh, das ist doch nicht wahr. So, noch einmal Genauigkeit senken. Er trifft wirklich gut. Also erst Pikachu am Anfang und dann... So, und Supertrank. Boah, ist ein Kampf. Sternschauer. Okay, das soll uns nicht so stark stören. So, jetzt aber. Windstoß. Mal ein bisschen Schaden verursachen. Aquawelle. Oh, nein. Windstoß. Noch einmal Supertrank. So, 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 so. Komm, 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 komm. Gut, Sternschauer soll uns nicht die Welt kosten. Und weiter, Windstoß. Aquawelle ging daneben. Gut. Komm, 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 Windstoß. Sternschauer. Oh, jetzt müssen wir danach wieder hochheilen, sonst sieht das schlecht aus. Windstoß, schön. Oh, und Volltreffer, das ist sehr gut. So, jetzt setzen wir nochmal einen normalen Trank ein. Lieber etwas sparsamer umgehen. Na, ey, jetzt macht er auch Supertrank. Ich glaub's ja gar nicht. Ja gut, was ich kann, kann er schon lange wahrscheinlich, oder kann sie schon lange. Okay, der Kampf ist noch nicht vorbei. Gut, dann machen wir erstmal wieder einen auf Sandwirbel, ganz kurz. Oh, nein! Jetzt nicht, bitte, nein, 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 nein! Hamburger ist verwirrt. Oh. Er kann nicht mehr weiter gesenkt werden. Uff, das ist böse. Das ist richtig böse, was hier passiert. Okay, Supertrank auf Tauburger. Sternschauer. Okay. Jetzt Windstoß. Sternschauer noch einmal. Ist nicht mehr verwirrt, Gott sei Dank. Okay. Wir müssen jetzt mit Trank arbeiten. Zwei Tränke haben wir noch. Tauburger HP wurde aufgefüllt. Aquawelle. Oh nein. Trifft die auch noch? Ich glaub's ja gar nicht. Komm. Bitte nicht treffen. Sternschauer. Der Sternschauer ist wirklich gefährlich. Nein, kein Paraheiler. Supertrank.
Sternschauer. Nein, das sieht schlecht aus. Oh, das war's. Ich glaub's nicht. Tauroga Windstoß, los! Sternschauer von Stami. Ein Volltreffer. Und ich glaube, unser Körper kann nicht mehr viel ausrichten. Okay, Tackle, los! Nein! Oh nein! Verdammt! Oh. Puh! Lagun fällt in Ohnmacht. Verdammt, verdammt, verdammt. Lagun rannte zu einem Pokémon-Center und beschützte die erschöpften und besiegten Pokémon vor weiteren Schaden. Zunächst solltest du deine Pokémon vollständig heilen. Hohoho. Ich glaub's ja gar nicht. Oh, nee. Deine Pokémon wurden vollständig geheilt. Wir hoffen, du kommst groß raus. Naja, mit dem Einsatz komme ich nie groß raus. Okay, meine Freunde, passt mal auf. Ich beende jetzt erstmal diesen Part. Wir sehen uns im nächsten Part. Ich werde versuchen, meine Pokémon klein wenig noch zu trainieren. Und dann sehen wir uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Euer Major Lagun.